Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind wieder am Open Air in Oberböser und hier fehlen noch zwei, drei Sachen. Wir schnappen uns mal nochmal diese Mod, die haben wir hier, und schauen, was wir hier noch hinkriegen. Spot und Co. eben, da bräuchte man irgendwie so Oberdingens und hier wahrscheinlich auch. Aber wisst ihr was, ich stelle jetzt doch mal hier hin, denn... ja, was ist denn ein Open Air, wenn man keinen Sound hat? Also irgendwie sollte man auf der Seite schon auch ein bisschen was haben und hören. Wir vergessen jetzt einfach mal, dass wir da oben noch so Streben haben. Wo machen wir dich hin? Ich müsste meine Tastatur wieder finden. Da war sie doch. Halt, falsch. Jetzt habe ich sie wieder. Drehen die nochmal. So, in die Richtung und setzen sie so plus minus parallel dazu hin. Ich hoffe... Ja, jetzt habe ich wieder Angst, dass da unten eine Straße... Dann, also die Straße haben wir schon. Nicht, dass eine Straße entsteht, sondern dass die Box dann da drauf steht. Machen wir dich mal hier hin. Geht ja wirklich nur um die Optik. Dann eben ein Licht und noch ein Licht und Banner und Co. Und die Party Stage haben wir hier eigentlich schon. Mir fehlt hier unten eigentlich noch so ein Teil. Hier müsste man schon auch irgendwie noch sowas haben. Machen wir mal hier hin. Da muss ich aber tatsächlich zuerst nochmal kurz zwei Bäume kappen, bevor ich das machen kann. So, das wäre dann hier. Verschwindet ein bisschen im Boden drin. Ist aber in Ordnung. Ah, da war wieder Klasse Express. Der ist hier häufig unterwegs. Irgendwie, ich finde gerade meine Tastatur nicht. Jetzt ist natürlich der Eingang hier hinten. Aber das ist eigentlich auch nicht so schlimm. Der Baum steht auch halb drin. Es geht um die Optik, wenn man hier mit den Zügen langfährt oder auf der Autobahn rumdüst. Und dann passt das schon. Gut, jetzt fehlen hier immer noch ein, zwei Sachen. Also das hätten wir alles. Aber jetzt haben wir hier wieder noch neue Sachen. Zum Beispiel... Den Mischer, das Mischpult, das drehen wir mal ein bisschen, ist ein bisschen weiter weg, damit erstens der Sound gut ist und nicht alle Leute darüber fallen. Da haben wir die Videos, also Videoarme, Kameras, mal gucken, müsste, denke ich mal, ungefähr einmal hier sein. Dann das Ganze gedreht auf der anderen Seite, dass man wirklich schön filmen kann. Hier hinten hätte ich, oder hier außen hätte ich auch nochmal gerne Cams. So, weil das ist ja wichtig, dass man gute Bilder hat, damit man das auch im Fernsehen verkaufen kann. Videos, Video 2, das ist noch was anderes. Ist das Teil höher? Machen wir mal noch hier außen hin. Ja, ist ein bisschen kleiner, okay. So eine Stagecam wäre natürlich auch was, aber ich kriege das, glaube ich, nicht hier rauf, wenn ich hier die Höhe ändere. Da passiert irgendwie nicht viel. Okay, können wir auch auf 0 bleiben. Größe. Oh, da haben wir noch die langen Teile. Mittendrin noch so ein Teil? Ich würde sagen, ja. So eine Art Pitcam für die Leute, die hier tanzen, damit man die auch tatsächlich drauf hat. Den Steg würde ich auch gerne nochmal verlängern. Aber nicht so, sondern den drehen wir nochmal. Dass man hier weiter raus kann in die Leute. Rein. Okay, das müsste genügen, sonst knallt man mit dem Kopf dann gegen die Cam. Wow. Wow, da hat aber echt nochmal zugeschlagen, der Motor. Heiliges bisschen. Da haben wir nochmal Licht. Wo steht das Licht? Das steht hier, damit die nicht schlafen können, hier die Künstler. Nein, wir machen das Licht mal hier hin. Und hier hin. Und da machen wir nochmal so einen Turm hier hin. Und... hierhin. Wow, wie cool das ist. Es ist halt wieder einmal mehr, es ist nicht Transportfieber, es ist irgendwie ganz ein anderes Spiel und trotzdem ist es Transportfieber, weil außen die Züge rumfahren. Ich würde hier unten, ehrlich gesagt, keine Cams hinmachen. Das ist der Indie-Bereich, haben wir gesagt. Aber ein bisschen Licht dürfen sie natürlich trotzdem haben. Tower 2. Moment, Tower 1. Was ist der Unterschied zwischen Tower 1 und 2? Sehe ich gar nicht. Träger. Ach, das sind dann die Teile, wo man eben je nachdem die Lampen ranhängen kann. Okay, das sind alles Träger. Dann haben wir das eigentlich soweit mit den Gimmicks. Absperrzäune hier unten brauchen wir nicht. Jetzt brauchen wir die Leute. Bemalt haben wir es. Und wenn wir die Leute haben, dann haben wir das Ganze eigentlich soweit fertig. Dann können wir tatsächlich dazu übergehen, dass wir die Transportmöglichkeiten einrichten. Wo waren die Leute? Ich gehe mal nochmal hier rauf. Oh, die Lastwagen fehlen natürlich auch noch. Moment, das machen wir gleich mal. Ein Parkplatz fehlt auch noch. Und. Was ist das denn? Was habe ich denn jetzt noch hier erwischt? Das ist auch neu. Teleskopkran. Gehört der
hier dazu? Wahrscheinlich ja, oder nicht? Keine Ahnung. Boah, das ist ja aber auch ein edles Teil. Habe ich noch nie gesehen. Ich würde mal sagen, gehört auch hier hin. Was auch immer damit gemacht wird, Moment, müssen wir aber wieder gerade hinstellen. Zumindest plus minus. Zack. Wow. Okay, ich habe keine Ahnung, was damit gemacht wird, aber wichtig ist, dass man sowas hat, wenn man ein Festival hat, falls man es braucht. Dann kommt das Teil hier hinten nochmal hin. Zack, okay. Wow, cool. Lastwagen, Autos und Lastwagen. Wenn man erstmal die Lastwagen, die welche hier natürlich dafür zuständig sind, dass auch wirklich alle Leute was zu essen haben, dass die Bühnenteile angekommen sind und so weiter. Machen wir ja mal noch ein Gebrüder Weiß hier hin. So, Polizei fehlt auch noch. Müssen wir auch noch schnell gucken. Eine Zufahrt fehlt. Hier oben haben wir den Eingang. Da brauchen wir eigentlich auch noch LKWs, die hier stehen. Die haben hier geparkt. So. Moment, machen wir da zu. Dann haben wir den noch in Gelb und nochmal in Gelb. Okay. Diese Auflieger brauchen wir nicht. Die Feuerwehr brauchen wir noch. Ganz klar, falls irgendwas passiert, muss natürlich die Feuerwehr in der Nähe sein. So, noch die hier, die Mannschaftswagen. Machen wir mal hier hinten hin. Nee, passen da nicht hin. Jetzt müssen wir aufpassen, dass das hier vorne nicht zu sehr zugestellt ist, das Ganze. Okay, haben wir. Dann haben wir hier unten aber ja auch nochmal eine Bühne. Da würde ich sagen, kommt auch nochmal ein Feuerwehrauto hin. Oder hier vor das Zelt. Okay, damit wir wirklich ausgerüstet sind. Jetzt wäre es noch schön, wenn man vielleicht sogar noch Krankenwagen hätte, die man hinstellen kann, aber haben wir halt nicht. Hier unten gehört natürlich auch noch ein LKW hin, ganz klar. Weil auch hier Bühnenelemente und Co. sind. So, bestens. Sieht auch schon relativ wichtig aus. Ein Parkplatz habe ich noch gesagt. Das wäre natürlich auch noch eine Idee gewesen. Die Frage ist, wohin mit dem Parkplatz? Wir haben bald keinen Platz mehr. Aber hier unten könnte man das machen. Moment, ich brauche die Straße. Machen wir hier einen Parkplatz hin. Busbucht, Ladezone. Dann müssten die Parkplätze hier vorne sein. Da haben wir sie schon. Irgendwie mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Ja, so geht's schon mal blendend. Machen wir das doch mal so. Dann ist hier unten ein kleiner Parkplatz. Mal gucken, ob wir den sogar noch anschließen können. Und jetzt bräuchten wir hier oben irgendwie eben doch auch noch irgendwie so eine Art Parkplatz. Zum Beispiel hier. Würde eigentlich auch klappen. Dann kommt man aber nicht zum Open-Air runter. Das passt ihr mir nicht. Der müsste weiter hier drin sein. Hier haben wir aber die Stadt und hier haben wir das Open-Air-Gelände. Da würde ich definitiv nichts machen. Ja, dann muss man hier halt runter wandern. Wir machen hier einen Parkplatz hin. Können wir das machen, ohne dass alles irgendwie kaputt geht? Ja, kann man eigentlich schon. Dann haben wir hier halt noch ein bisschen Leben, das hier hineinkommt. Das ist doch in Ordnung, denke ich mir mal. Okay, einmal Parkfläche so. Ja, passt. Können wir das irgendwie mit einer Straße verbinden? Nein. Hier ist keine Straße. Wie kommt man denn jetzt auf den Parkplatz? Jetzt haben wir ein Problem. Ich mache mal kurz Pause, damit wir es ein bisschen performanter haben. Also wie man dann hier runterkommt, ist klar, mit einem Weg. Das werden wir machen. Vielleicht sogar mit Brücke oder hier unten durch dieses kleine Tal. Das werden wir hinkriegen. Aber wie wir das jetzt hier an eine Straße rankriegen, das ist mir gerade ein Rätsel. Vielleicht hier unten durch. Geht das? Wenn ich das hier rüberziehe? Ja, schwierig. Oh, so geht's. Aber dann kommen wir nicht weiter. Also wenn ich das so baue, wo war die Stelle, wo es funktioniert hat? Irgendwo hatten wir eine Stelle, da hat es geklappt. So, dann komme ich hier nicht weiter. Ich komme hier nicht mehr um die Kurve rum. Das ist fast sicher. Deswegen gucke ich mal nochmal, ob wir das nicht so hinkriegen. Vielleicht mit einer dünneren Straße. Wo haben wir denn die dünneren Straßen? Jetzt muss ich wieder gucken, dass ich nicht von einem ins andere reinkomme und hier am Schluss dann wieder nicht zu den Bussen komme. Das würde mich ärgern. Wir bauen das mal. Vielleicht komme ich ja doch irgendwie um die Kurve. Jawohl, das schaffe ich doch. Ohne Probleme. Okay, wo ist die Straße? Da unten. Da müssen wir nochmal unter der Brücke durch. Dann hat man hier halt ein bisschen Feldweg, um zum Parkplatz zu kommen. Das kann uns ja egal sein. Komme ich da rein?
Ah, was macht es mit der Straße? Was ganz Lustiges. Nee, das möchten wir so nicht haben. Wie machen wir das anders? Wenn wir hier rauskommen. Das würde gehen. Würde uns halt drei Gebäude kosten. Und hier wird es die Straße so komisch wellen. Das möchte ich auch nicht. Aber wenn es nicht wellt, dann geht's nicht. Das ist natürlich schade. Wenn wir hier lang gehen, dann wellt's nicht. Dann sind einfach diese Gebäude weg. Aber damit könnte ich leben. Wir machen das mal. Kommen wir hier rein. Na, geh unten durch. Ja, irgendwie möchte ich da nicht reingehen. Interessant, was man hier alles machen kann, ohne dass es funktioniert. Ohne dass das Spiel abstürzt. Ist das so ein gewaltiger Höhenunterschied? Echt? Wenn man hier so guckt, dann ist das doch nicht so ein wahnsinniger Unterschied eigentlich. Geht nicht. Oh Gott, wie kriegen wir das jetzt hier zusammen? Jetzt geht's gar nicht mehr, weil hier ist noch ein Tunnel drunter und. Nee, Moment. Gehen wir hier mal ganz runter. Geht immer noch nicht. Bis hierhin kommen wir, oder was haben wir dann? Dann haben wir hier einen verbrannten Höhenunterschied. Das ist das Problem. Okay, wenn wir so bauen und jetzt vielleicht irgendwie eine Kurve hier reinmachen. Zu groß, zu groß, zu groß. Nee, geht nicht. Okay, schnell kappen. Das haben wir ja schnell gemacht. Da muss man doch reinkommen. Jetzt kommen wir rein. Okay, dann wird da nochmal ein Gebäude entfernt. Das ist in Ordnung. Da können sie ja wieder neue hinstellen. So, jetzt haben wir hier tatsächlich eine Zufahrt. Auf dem Parkplatz. Hier sogar noch mit ein bisschen, ja, einem Sandplatz davor. Das ist in Ordnung. Wo haben wir den anderen? Hier unten. Das müsste eigentlich relativ einfach zu schaffen sein. Dass wir hier reinkommen, denkst du? Oh, nicht abstürzen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe zwar gespeichert, aber natürlich jetzt nicht das, was wir gerade jetzt gemacht haben. Komme ich mit der Straße hier nicht raus? Nee, geht nicht. Okay, nehmen wir eine andere. Geht auch nicht. War eine breitere. So wie sie aussieht. Oder das Ganze ist schon so gebaut, dass das gar nicht klappen kann. Geht das hier raus? Hier geht's raus. Da wird wieder ein Gebäude entfernt. Hier werden zwei Gebäude entfernt. Aber da hätten wir eine Straße. Ja, wir müssen es so machen. Aber dann machen wir es gleich mal so. Gehen hier unten durch. Machen da eine Kurve. Und gehen wieder zurück. Und gehen dann hier in die Straße rein. Das wäre die Idee. Na, jawohl, sehr schön. Klappt sogar. Da muss man hier halt einmal um die Kurve rumdüsen. Und dann kann man hier parkieren. Auch ein bisschen von krumm nach schief. Aber in Ordnung. Jetzt, damit das hier hinten nicht ganz so leer aussieht, machen wir Folgendes. Wir schnappen uns hier nochmal die Kollegen von der Forstindustrie. So, machen hier ein paar Bäume hin. Und dann ist das sozusagen das natürliche Ende des Parkplatzes. So, hier auch noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen und hier noch ein bisschen. Jetzt könnte man noch Fahrzeuge raufstellen, ganz klar. Jetzt möchte ich aber zuerst die Personen machen. Oder wir schauen, wie man jetzt von hier oben... Ja, im Prinzip natürlich, wenn man hier zur Straße geht, da muss man außen rum. Ja, ist ein bisschen Umweg, bis man dann beim Open Air ist. Aber deswegen gibt es ja auch Busse. Wisst ihr was? Hier lassen wir einen Bus langfahren. Dann können die Autofahrer die Autos hier abstellen und nachher mit dem Bus, zack, hier runterdüsen. Ja, machen wir so. Dann gibt es hier auch noch eine Bushaltestelle. Gut. Bevor wir das machen, machen wir jetzt aber tatsächlich die Leute hin, damit wir die haben. Da werden wir jetzt doch ein paar Leute wahrscheinlich installieren. Wo haben wir die denn? Jetzt geht das wieder los. Wenn wir hier oben gucken. Den Rest haben wir. Die Polizei haben wir noch vergessen. Kann man auch noch machen. Wenn ich sie gerade finde. Wobei, die sind glaube ich nicht hier. Ja. Erstmal die Leute suchen. Die Leute, die sind immer zu hinterst. Das weiß ich. Weil die habe ich jetzt schon so oft gesucht. Die sind immer am Ende des Reiters. Oder dieses Teil hier, wo man rumsucht. Na, Wohnwagen. Haben wir, glaube ich, auch den einen oder anderen hingestellt. Wie geht's sonst so? Na, wo sind meine Leutchen? Na, irgendwo seid ihr doch. Ich weiß es doch. Da haben wir noch die Schilder. Führt mich wieder zu dem Gedanken, dass man das natürlich alles auch noch einbauen könnte. Aber da sind sie doch. Mir fehlt ein bisschen die Zeit, weil ich möchte eben auch wieder zum Thema Züge zurückkommen. Und jetzt machen wir dann aber zuerst noch die Busse. So, hier gibt es ein, zwei Leute. Das sind
Künstler. Die dürfen aber gerne eher modern gekleidet sein. So, das ist der Backstage-Bereich, wie gesagt. Hier ist natürlich auch ein bisschen Leben in der Bude. Das sind die VIPs. Und jetzt hier vorne die Zuschauer auf die Bühne kriegen wir die Leute leider nicht. Da haben wir nicht die richtige Höhe dafür. Das haben wir ausprobiert im Stream. 1,3 ist zu tief und 6,7 ist ein bisschen zu hoch. Deswegen auf 0. Dann drehen wir euch aber noch, weil ihr wollt zur Bühne gucken. Hat natürlich noch nicht begonnen, aber die ersten Leute, die stehen schon mal hier und warten und harren der Dinge und gucken, was da so passiert. Und davon werden wir jetzt hier ordentlich was hinstellen, ganz klar. Da müssen wir auch nicht aufpassen wegen Drehen. Die kann man hier einfach random hinballern. So, dass das wirklich einfach nach ein paar Leuten aussieht. Ist wieder Ego-Shooter pur. Zack, 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 zack. Peng, peng, peng. So, hier unten lässt es dann ein bisschen nach mit der Dichte, ganz klar. Aber hier haben wir schon eine ordentliche Crowd, wie es so schön heißt. So, beim Eingang stehen auch noch ein paar, auch nicht allzu viele. Aber ein paar stehen hier noch rum. Vielleicht sogar Leute, die arbeiten. So, okay. Hier nochmal ein bisschen rumspreaden. Und dann hier unten bei den Zelten natürlich auch. Hier stehen auch welche. Hier ebenfalls. Da haben wir ja die Wohnwagen. Und hier unten beim Indie-Bereich oder im Indie-Bereich stehen auch noch ein paar Leute rum. So, die verteilen sich natürlich dann auch entsprechend überall ein bisschen. Wo die jetzt hingucken, ist eigentlich egal, weil hier ist auch noch nichts. Also sprich, da ist noch keine Band auf der Bühne. Und leider hat es im Indie-Bereich immer ein paar Zuschauer weniger. Das ist hier ebenfalls der Fall. Wir bleiben mal realistisch. Okay. Hier hinten noch ein, zwei Leute. Hier noch ein bisschen. Hier überall auch noch ein bisschen. Und hier oben noch mal ein bisschen. Und dann würde ich sagen, dann haben wir es aber im Groben. So, gut. Wenn man jetzt so guckt. Ja, ist doch in Ordnung. Würde ich meinen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema Busse. Im Groben. Im Groben haben wir es, das wollte ich gerade sagen. Aber die Busse, die machen wir jetzt, wie gesagt, folgendermaßen von diesem Parkplatz aus. Damit dieser Parkplatz nicht ganz so leer ist, jetzt muss ich aber erst gucken, bauen wir immer noch Leute. Weil jetzt hätte ich die gerade hier. Vielleicht auf dem Parkplatz noch ein, zwei. Da müssen wir aber nicht übertreiben. Die stehen hier einfach ein bisschen rum. Okay, das muss schon reichen. Flugzeuge brauchen wir nicht. Diese brauchen wir auch nicht. Aber euch brauchen wir. Gerne was Moderneres. Machen wir auch gar kein großes Zeug. Sondern einfach das eine oder andere Fahrzeug. Damit der Parkplatz nicht ganz so leer aussieht. So, einmal drehen. Zack, zack. Dann nehmen wir mal noch so ein Teil dazu. Dann noch ein Puch. Nicht auf dem Behindertenparkplatz. Da sollte man tatsächlich noch parkieren, wenn man wirklich jemanden dabei hat, der gehandicapt ist. Habe ich leider auch schon beobachten müssen, dass das nicht unbedingt überall erkannt wird. Gut, die hätten wir. Das ist in Ordnung. Hier unten bräuchten wir eigentlich noch ein Fahrzeug vom Chef oder von den leitenden Angestellten, die hier noch arbeiten. Kommen alle im Manta. So, gut. Reicht auch. Das würde passen. Jetzt bräuchten wir hier eine Bushaltestelle. Und zwar irgendwie nichts allzu Großes. Ein Taxistand könnte man natürlich auch mal, dass man mit dem Taxi noch runter kann. Wir verstopfen dann aber ein bisschen zu sehr die Straßen für meinen Geschmack. Jetzt muss ich gucken, wo hier die Bushaltestelle hingeht. Die können sogar auf den Parkplatz rauf. Wisst ihr was, dann machen wir die Bushaltestelle hier. Machen wir eine hier. Da bin ich mal gespannt, wie das ist. Dann geht das hier runter. Und die halten dann, ja, gerne hier. Und da drehen sie dann natürlich ein bisschen abrupt, weil wir hier kein Wendedingens haben. Das müsste aber schon funktionieren. Ich bin mal gespannt. Wir schauen uns das gleich mal an. Das gibt eine neue Linie von hier. Nach dann entsprechend da oben. Aha. Okay, fahren sie so rüber. Gut, dann mach das mal. Und dann gibt das hier den Extrabus. Open
nicht Open, sondern Open. Open Air Ober Böse. Ah, schön, gefällt mir. Okay, Enter, dann haben wir das. Und da bräuchten wir natürlich entsprechend die Fahrzeuge. Haben wir hier irgendwo ein Depot in Griffweite? Ich habe die Dingens wieder abgestellt hier, diese Markierungen. Jetzt sehe ich das Depot natürlich entsprechend nicht. Wo haben wir die? Sind das hier die Depots? Jawohl. Zug. Hier unten, da ist das Straßenfahrzeugdepot. Dann können wir das wieder wegnehmen. Ja, Sonderbusse, Extrabusse. Wie sehen die aus? Das ist ein bisschen die Frage. Haben wir irgendwie sowas wie eine Extrafahrt? Wahrscheinlich ja, aber die jetzt zu finden, das dürfte auch eher schwierig sein. Reisebusse, bringen Reisebusse? Ne, nicht vom Bahnhof. Vom Bahnhof bringen nicht Reisebusse. Die Leute. Zum Open Air. Das glaube ich nicht. Wir nehmen einfach mal irgendwas. Hier, so Spezialbusse. Das wäre natürlich auch cool. Haben die viel Gepäck? Ja, die haben natürlich viel Gepäck. Wisst ihr was? Wir nehmen so einen Gelenkbus. Hier noch mit Dingens dahinter. Okay. Und dann gibt es die gleichen Fahrzeuge überall, damit das auch zu erkennen ist. Extrabus, Open Air, Oberböse. Und ich würde sagen, da steigen wir natürlich glatt mal ein. Dann können wir uns auch Oberböse noch mal ein bisschen ansehen. Und je nachdem, wenn wir Glück haben, sehen wir tatsächlich vom Bus aus auch das Open Air. Werden wir gleich wissen. Ich steige mal bei dem hier ein, damit wir vor uns die Busse auch noch ein bisschen sehen. Oh, interessante Ansicht. Da sieht man mal, wie es im Bus drin aussieht. Da sitzt tatsächlich schon ein Passagier drin. Wie geht das denn? Hallo? Fährst du? Moment. Wir steigen nochmal um. So, jetzt klappt's. Gut. Jetzt müssen sie sich halt ein bisschen durch die Stadt durchkämpfen. Das kann aber, glaube ich, nicht so ein Riesenproblem sein. Weil hier noch nicht so viele Fahrzeuge unterwegs sind. Jetzt kreuzen wir hier aber tatsächlich mit den normalen Stadtbussen. Aber das ist im echten Leben auch nicht anders, wenn man Sonderfahrten hat. Dass dann natürlich der restliche Verkehr trotzdem da ist. Die springen ja nicht alle zur Seite, nur weil da eine Sonderfahrt kommt. Okay, einmal hier rauf. Ui, da stehen einige Leute. In Ordnung. Die werden aber nicht mit uns mitfahren wahrscheinlich, sondern die warten auf den normalen Bus. Und der scheint voll zu sein, denn der ist relativ schnell wieder losgedüst. Aha, hier geht's links. Okay, jetzt müssten wir uns schon ein bisschen annähern. Es fehlt natürlich auch noch eine Busverbindung zum Bahnhof. Da müsste man sich überlegen, ob wir auch die nehmen. Dass die im Prinzip, ja, ich würde sagen, das nehmen wir dazu. Die fahren vom Bahnhof im Prinzip zum Parkplatz und holen beim Bahnhof die ersten Patienten, hätte ich fast gesagt. Nein, Konzert, Open Air Besucher ab. Dann fahren sie zum Parkplatz, holen die ab, die mit dem Auto gekommen sind, und dann fahren sie schlussendlich eben zum Open Air Gelände, um da dann die Leute abzuliefern. Aha, habt ihr gesehen, da war einer mit Warnkleidung unterwegs. Es gibt ja eine Mod, eine neue, wo die Leute eben Warnkleidung tragen. Ich frage mich gerade, ob die sozusagen übernommen wurden, also in den normalen Bestand an Leuten, die hier verkehren. Das wäre natürlich cool. Und da sieht man das Open Air sogar. Sehr nett. Ah, wir fahren erstmal hier hin. Alles in Ordnung. Jetzt einmal hier schwupps drehen. Oh Gott, wo fährt er denn hin? Der fährt erstmal einmal in die Abzäunung rein. Okay, hier laden wir die Leute eben ab. Schön, das war, glaube ich, der Hybrid da oben. So vom Tempo her würde ich mal sagen, das müsste der Hybrid gewesen sein. Und jetzt wieder ein Städtchen rein. Und jetzt müsst ihr vorne definitiv links hochgehen in Richtung Parkplatz. Und danach werden wir das tatsächlich noch machen, dass wir die Linie noch ein bisschen ausbauen. Die müssen tatsächlich auch noch Richtung Bahnhof düsen. Okay, so viel zum links hoch. Das hat ja blendend geklappt. Dann geht es aber wahrscheinlich hier links hoch. Ist auch in Ordnung. Oh, unter der Eisenbahnbrücke durch. Das ist natürlich auch nett. Außer geht zu früh wieder links. Nee, man sieht ja da oben den Kollegen. Ah, das ist genau diese coole Strecke. Die haben wir uns schon mal angesehen, als wir hier waren. Einfach so, weil mir aufgefallen ist, wie cool die eigentlich ist. Hier so unter der Autobahnbrücke durch. Wenn das die ist, müsste. Wenn es jetzt hier rechts rauf geht, ja, das müsste schon die sein. Okay. Ja, da sind wir genau tatsächlich noch auf der Linie von den Startbussen gelandet, wenn wir da zum Parkplatz hoch wollen. Aber in Ordnung, wie gesagt.
Der normale Verkehr, der läuft natürlich trotzdem. Ist ja dann doch ein Bergdorf. Die leben nicht alle für dieses Open Air, obwohl natürlich alle davon profitieren, weil viele Leute kommen, die Hotels voll sind und natürlich auch die Restaurants davon leben. Warum schweben da Container? Habt ihr das gesehen? Das sind ja normale Gebäude, weil sie ja so an den Berg ran gebaut haben, deswegen wahrscheinlich. Okay, jetzt müsste es links gehen. Schön da oben der Zug. Ja, auf diese Schotter- oder Sandstraße. Wie schnell können wir hier fahren? 20 km/h, das scheint mir vernünftig zu sein. Hier würde ich auch nicht viel schneller fahren. Und jetzt sieht man da unten links, ja, ein bisschen sieht man das oben, ja. Ein bisschen wenigstens. So, hier auf dem Parkplatz rauf. Schade, dass hier nicht gerade ein Zug kommt. Das wäre natürlich noch nett gewesen. Wir werden nachher auch noch kurz in den Zug einsteigen. Einen, der wirklich am Open Air vorbeifährt. Um zu kontrollieren, ob man nicht von Zug aus das Open Air vielleicht sogar sehr, sehr gut sieht. Ja, Kollege, das ist natürlich hier ein bisschen gefährlich, was ihr macht. Ich weiß, der Chef hat euch hier hingestellt. Aber da hat er auch noch nicht gewusst, dass man auf dem Parkplatz tatsächlich den Bus wenden kann und auf den Parkplatz fahren kann und hier tatsächlich eine Bushaltestelle integrieren kann. Das wusste ich nicht. Sollen wir euch nochmal wegnehmen? Aber ich suche euch nicht nochmal. Also wenn wir euch wegnehmen, dann seid ihr weg. Nee, nicht Haltestelle entfernen. Das möchten wir definitiv nicht, sondern die Person hier. Gut, cool, haben wir. Jetzt werden wir noch schnell die Linie neu machen. Also nicht neu machen, sondern modifizieren. Wir wollen im Prinzip vom Bahnhof hier hin. Das würde heißen, muss ich mir. Ja, das gibt natürlich der Verkehr da oben. Aber okay, es ist halt wie es ist. Haben wir hier eine Bushaltestelle? Jetzt habe ich hier das Ganze wieder nicht eingestellt. Haben wir hier keine Bushaltestelle hier oben? Das kann ja was nicht sein. Hallo? Doch, die halten doch hier. Nee, die halten hier tatsächlich nicht. Haben wir hier keine Bushaltestelle? Dann machen wir hier eine. Dann haben wir nämlich eine. Okay, irgendwas Kleines. Sowas in der Richtung. Zack, da werden jetzt aber die nicht halten. Warum haben wir denn hier keine Bushaltestelle gemacht hier oben? Ich weiß es beim besten Willen nicht. Aber okay, dann machen wir hier einfach die Sonderfahrt, die da lang geht. Von hier zum Erlenweg. Das würde heißen, wir brauchen dich hier oben. Dann fahren sie hier außen rum, hier rüber. Und dann fahren sie hier nämlich noch durchs Tunnel durch. Hier runter und da wieder in den Weg rein. Sehr gut. Also, das hätten wir. Ich überlege mir gerade, ob wir die tatsächlich hier nicht halten lassen sollen. Die haben hier ordentlich viele Haltestellen. Schützenstraße wäre das. Nach der Schützenstraße fahren sie eigentlich hier hoch. Und halten hier nicht. Oh, hier ist die... Ja, Augen müsste man haben. Okay, alles klar. Hier haben wir eine Bushaltestelle. Und was für eine große. Die ist gar nicht aufgefallen, weil hier die ganzen Häuser im Weg sind. Aber ich finde es gar nicht schlecht, wenn hier die Sonderfahrt vielleicht tatsächlich einen eigenen Busbahnhof hat. So einen kleinen. Ist ja kein Busbahnhof, ist eher eine Bushaltestelle. Das ist, denke ich, in Ordnung. Gut, jetzt schauen wir mal. Der würde gerade hier lang düsen. Wir bräuchten aber jemanden genau wie dich. So, den Klasse Express, dass wir mal schauen können. Wie sieht das von hier oben aus? Mit dem Open Air da unten? Ist eigentlich von hier aus schon zu erkennen, würde ich mal sagen. Wenn man hier so rechts runter guckt. Da die Indie-Bühne, da oben die große Bühne. Das ist eigentlich definitiv zu erkennen. Cool. PC ist auch gerade unterwegs. Von da aus müsste man es natürlich auch sehen. Können wir ja auch noch schnell gucken. Oh, Moment. Wir steigen mal kurz um. Ich muss aber Pause machen. Weil hier ist auch noch jemand unterwegs, wo man das Open Air je nachdem auch noch sehen könnte. Ja, ist eher wieder schwierig. Ein bisschen sieht man. Ah, doch, doch. Okay, ist eine andere Perspektive. Von daher ist es schon mal cool. Und jetzt habe ich noch den IC gesehen, der hier rüberbrettert. Das müsste man sich auch noch kurz ansehen. Wir steigen mal nochmal kurz aus, damit wir den IC erwischen, wenn er hier daherkommt. Mach kurz Pause, um zu gucken. Ja, ist keiner gerade unterwegs. Wobei, ich sehe es natürlich nicht, weil wir eben die Markierungen ausgestellt haben. Aber schaut mal, wen wir hier haben. Mit dir fahren wir gerne nochmal mit. Das haben wir schon länger nicht gemacht. Und jetzt geht es im Eiltempo am Open Air vorbei. Erst einmal in die Röhre rein, dann auf die Brücke rauf. Und dann müsste man links unten, also nicht rechts,
sondern definitiv links unten müsste man das Open-Air-Gelände auch nochmal sehen. Ach, ich liebe es, solche Sachen zu bauen, das ist einfach schön. Es ist einfach schön, es zu bauen und es dann zu haben, wenn man es dann eben sieht. Jetzt werden wir hier aber je nachdem nochmal ein Lag haben. Wenn wir hier rauskommen, da muss wieder Oberböser berechnet werden. Hallo Hybrid, du verdeckst die Sicht. Oh doch, von hier sieht man es auch. Nett, rechts die Stadt, links das Open-Air-Gelände. Cool. So, ich muss natürlich nochmal sagen, man könnte, wir gehen mal raus, man könnte hier viel länger dran rumbasteln und könnte es noch viel besser machen mit mehr Zelten, mit mehr Bussen, mit und so weiter eben. Aber es ist halt ein Let's Play, ich möchte euch in nützlicher Frist solche Sachen zeigen und dann gibt es dann halt sowas. Aber ich muss sagen, mir gefällt es trotzdem, ich finde das cool und ich finde das eine extrem coole Mod. Das ist einfach sensationell, was man nicht alles machen kann, wenn man weiß, wie es geht. Das habe ich, glaube ich, schon mal letztens gesagt. Das stimmt aber definitiv immer noch. Gut, dann würde ich sagen, machen wir ein Päuschen. Jetzt haben wir aber genug Open Air gehabt, 2 Folgen lang. Ich würde sagen, morgen machen wir was anderes. Was das dann genau ist, werden wir morgen sehen. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Dann hoffe ich, ich komme hier noch rechtzeitig hin und das schaffe ich. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.